Flamur Schala, Dienstag, 15. Februar 2022. Über den Sinn der Oedipus-Sage, Ernst von Lasso, Sommer 1841. Es geht auch weiter. Gleich abweichend sind die Sagen über den Tod des Oedipus. Nach Homer scheint er in Theben gestorben zu sein. Wenigstens wurden ihm dort Leichenspiele gefeiert. Seit Aeschylus und Sophokles ist die attische Sage herrschend geworden, welche ihn zu Kolonos sterben lässt. Wie nach aller Vorstellung eine eherne Schwelle den Abgrund des Tartaros umgibt, so zeigte man bei Kolonos im Hain der Eumeniden einen mit ehernen Stufen versehenen Abgrund. Oder genannt, den man als die Pforte zur Unterwelt ansah, durch welche auch Hades die Cora entführt habe. In dieser Umgebung war nach der Ortssage dem Oedipus bestimmt, sein den Erinyen geweihtes Leben zu beschließen. Ja, die Erinyen selbst sollen ihn auf dem Wege des Verhängnisses herbeigeführt haben. Blind und mit dem Stab die Wege tastend, vertrieben und nur von seiner Tochter Antigona begleitet und geleitet, kommt Oedipus auf seiner Elendswanderung nach Attika, ehe er es vermutet. Befindet er sich im Hain der strengen Göttinnen, wo ihm das Ziel seiner Leiden bevorstand, wie Müller schon gezeigt hat. Wiewohl das Entsetzen, welches alle ergreift, die seinen Namen hören, ihn beinahe wieder aus dem Lande vertreibt, findet er doch bald Erbarmen und gastliche Aufnahme durch Theseus. Dieser schützt ihn auch gegen die Versuche der Thebaner, welche ihn entführen wollen, nachdem ein Orakelspruch verkündet hatte, dass die siegen würden, denen er sich zuwende. Vergebens bestürmt ihn sein Sohn, Polynykes, er trägt nichts davon als einen erneuten Fluch. Also triumphierend über die, welche ihn mit eigensüchtiger Heftigkeit für sich gewinnen wollen, geht Oedipus mit erhabener Ruhe und Begeisterung dem ersehnten Tod entgegen. Mitten im Heiligtum der furchtbaren Göttinnen, die ihn während seines unglücklichen Lebens verfolgten, rufen ihn die Donner des unterirdischen Zeus aus diesem Leben ab. Durch Leiden verklärt scheidet er aus dem Kreis der Lebenden, um nach dem Tode als mächtiger Dämon segenreich über dem Lande zu weiten. Seine Söhne aber, Eteokles und Polynices, im Kampf um ihres Vaters Herrschaft, fallen wie dieser ihnen geflucht, einer von den anderen Hand. Wie viel nun oder wie wenig von dieser ganzen Oedipus-Sage der wirklichen Geschichte angehöre, muss dahin gestellt bleiben.
die mythisch ideale Wahrheit der sittlichen Naturgesetze, die sich in der Sage manifestieren, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. Eine andere Frage aber ist, ob diesem Mythos nicht außer und über seiner dichterischen Wahrheit noch ein höherer Sinn und eine objektive Wahrheit zugrunde liegt. Oder ob nicht außer demjenigen, was jeder in der Sage findet und was sie selbst ausspricht, noch ein verborgener Sinn darin sei, der sich in ihr ausspricht. Die griechischen Volkssagen enthalten Doppeltes. Erstens einen historischen Stoff und zweitens eine in diesem verwebte religiöse Idee. Beides aber lässt abermals eine zweifache Betrachtungsweise zu, eine unmittelbare, die sich innerhalb der Sage selbst hält, und eine transzendente, welche den weitgeschichtlichen Sinn und Charakter der Sage zu ergründen sucht. Wie man ja auch die Griechen selbst und ihre Geschichte einmal für sich und innerhalb ihrer selbst betrachten, dann aber auch als einen Teil der Menschheit und im Zusammenhang der weltgeschichtlichen Bewegung der Menschheit auffassen kann. Auch haben wir es in dieser ganzen Volkssage nicht sowohl mit dem subjektiven Erzeugnis eines Dichters zu tun, als vielmehr mit einer Tatsache des religiösen Volksbewusstseins der Griechen. Ist es daher um ein letztes und höchstes Verständnis der Ödipus-Sage zu tun, so darf nicht nur, sondern muss gefragt werden, was jenem Mythologumenon des hellenischen Volksglaubens für eine objektive Wahrheit zugrunde liegt. Unter diesem Gesichtspunkt aber, oder was damit einerlei ist, vom Standpunkt der Philosophie der Geschichte aus betrachtet, finde ich in der Ödipus-Sage nichts anderes ausgesprochen, als das Verhältnis des Griechentums einmal zu seiner Vergangenheit in dem ägyptischen Wesen und dann zu seiner Zukunft oder der höchsten Manifestation Gottes im Christentum. Reduziert man nämlich die Ödipus-Sage auf ihren kürzesten Ausdruck, so enthält sie folgende vier Momente. Erstens, dass der Grieche Ödipus das Rätsel der ägyptischen Sphinx gelöst hat. Zweitens, dass der Inhalt dieses Rätsels der Mensch ist. Drittens, dass demjenigen, welcher dieses Rätsel gelöst hat, sein eigenes Leben ein viel verschlungenes Rätsel blieb bis zur Schwelle des Grabes. Viertens, dass aber der durch tiefe Leiden im Tod verklärte Ödipus in der Fremde fortan als segenreicher Dämon waltet. Dass Ödipus das Rätsel der Sphinx gelöst habe, heißt objektiv nichts anderes, als dass die in sich abgeschlossene und verschlossene Natur des ägyptischen Wesens durch und in dem griechischen Geist aufgeschlossen sei. Es ist also in diesem Zuge des sinnreichen Mythos das Verhältnis des Griechentums zu Ägypten ausgedrückt. Das alte an Rätseln reiche Wunderland Ägypten bildet im Zusammenhang der weitgeschichtlichen Bewegung der Menschheit, deren Ziel Freiheit ist, die nächste Vorstufe für Hellas. Das Griechentum hat das ägyptische Wesen zu seiner Vergangenheit. Was dieses verschlossen in sich hatte, ist in jenem offenbar geworden, sowohl in Theologie, Philosophie und Kunst als im Staatsleben. Diesen Moment der Ödipus-Sage hat niemand schärfer aufgefasst und klarer erkannt als Hegel. Das höchste Resultat der ägyptischen Theologie ist in der berühmten Schrift des verschleierten Bildes, der Neid zu Seis, ausgesprochen. Ich bin, was war, was ist, was sein wird, und meinen Schleier hat kein Sterblicher gelüftet. Die Frucht aber, die ich gebar, ward Helios. Der lichte Gott der Hellenen dagegen. Apollon begrüßte jeden, der zu ihm kam, mit dem Spruch, Mensch, erkenne dich selbst, der im Pronaun des delphischen Tempels in goldener Schrift gelesen wurde. Während dieses Fundamentalgebot echter Philosophie
Während dieses Fundamentalgebot echter Philosophie, und kommen wir die zwei Begriffe, den Griechen als Basis jeder Erkenntnis sowohl als Tatkraft galt, indem ein Leben ohne Selbstforschung, wie Sokrates lehrt, gar nicht gelebt zu werden verdiene und nur die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis den Weg zur Vergötterung bahnt, wird uns von den Ägyptern ausdrücklich bezeugt, dass ihre Philosophie größtenteils in Mythen und Sagen verhüllt war, die nur ein schwaches Abbild der Wahrheit durchblicken ließen, und dass ihre Theologie, wie auch die vor den Tempeln aufgestellten Sphinxe andeuten, nur rätselhafte Weisheit enthielt. Ihre Götter dachten und verehrten sie fast durchweg in Tiergestalt, indem ihnen nicht der freie, seiner selbstbewusste Menschengeist, sondern die geheimnisvolle, uns unbegreifliche, stumme Intelligenz der Tiere als Simularum Divinitatis erschien, wogegen es eigentümlich hellenisch war, die Gottheit menschlich sich zu denken und in Menschengestalt zu verehren. Während daher die ägyptischen Götterstatuen sitzend, in tiefe Ruhe versenkt, stehend mit geschlossenen oder nur wenig ausschreitenden Füßen, die Arme fest an den Körper angelegt dargestellt sind, finden wir diese Gebundenheit bei den Griechen allmählich sich lösen, bis sie, analog der sukzessiven Befreiung ihres religiösen Bewusstseins, auch ihre Götter voll individueller Lebendigkeit mit völliger Freiheit der Bewegung dahinschreiten ließen. Derselbe Fortschritt von der Geschlossenheit der ägyptischen Zustände zur Freiheit der griechischen zeigt sich endlich auch im politischen Leben. Aus den vier ionischen Pylen der Priester, Krieger, Ackerbauer und Handwerker, die ein unverkennbar ägyptisches Gepräge trugen, entwickelt sich in Attika das freieste Bürgertum. Ich unterteile das hier in einen weiteren Abschnitt. Dann geht es noch wieder weiter.